Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Lake Heaven Chrysalis. Es ist ein ihr seht schon ein bisschen an der Grafik, ein bisschen PS1 angehauchtes Spiel. Und ich glaube, Silent Hill stand als großes Vorbild da. Wir schauen mal. So, wir gehen rein und New Game. Oh Gott, es wird nur über Tastatur steuerbar oder was? Das wird ja was. Vielleicht mit dem Pad. Mal schauen. The words he used to explain the case were so usual on my line of work. A woman in her late 20s, last seen a few weeks ago. But this time something was off. I felt at my own bones. I wouldn't be coming home tonight. Also, tatsächlich im schönen 4:3 Format. Definitiv richtig geile Silent Hill Vibes. Okay, what's going on with the radio? Okay, ein Haus nirgendwo. Was tun wir hier? Was sollen wir hier machen? Oh, Alter. Oh, warte mal, wie ist denn hier die Steuerung, Freunde? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, warte mal. Kann ich das vielleicht doch ein bisschen besser mit der... Ja, nee, Maus. Wir machen es mal. Wie ist die? Das hat sich erstaunlich, dass sie jetzt mit dem Stick nicht gut spielen lassen mit dem Controller. Egal. Okay, wir gehen mal schauen. So, der Briefkasten. The mailbox is stuffed with unopened mail. September 2020, 1988. Dear Eleanor, I'm writing this letter because I don't know what else to do. You didn't respond to any of my phone calls. Are you alright? I heard about what happened between you and James, and while I know it's difficult to cope in these kinds of situations, looking yourself away is the worst thing you can do, dearie. I would drive over to check in on you in person, but my hips have still not quite recovered from the OP. You're always welcome here to Eleanor. You know that. Your friend, Marianne. Dear Eleanor, it's been 2 weeks since I sent you my letter, and I'm really concerned about you. Please give me a sign that you're okay. Your friend, Marianne. 3. Oktober 1988. Dear Eleanor, I really don't want to do this, but if I don't hear from you soon, I have to contact the police. Your friend Marianne. Okay. Was ist mit Eleanor geschehen? So, haben wir Zugang zum Haus. Kommen wir rein. The front door is locked. Okay, verschlossen. Schau mal kurz. Drum herum, hier haben wir einen Brunnen oder irgendwas. So, warte mal, ist das hier die Hintertür? Nein, ein Zettel. It's a letter. Dear Eleanor, von James. I can't take it anymore. Last night I couldn't really recognize you. You're not the woman I met at college. You're not the woman I fell for. You're not the woman I married. I know you have
a rough few months, but so have I. Right now I have to look after myself because I sense some terrible purpose behind your gaze and I fear for my safety. Please forgive me for leaving you here. With love, James. Ja, ist witzig, dass der Charakter auch James heißt, ne? Der Hauptcharakter aus Silent Hill 2. Zufall? Wohl kaum. Sieht wirklich, oh, da haben wir hier ein Grab. There's a mount of lot dirt, alles klar. Ein bergloser Erde, maybe there's something buried here. Ja, vielleicht ist hier irgendwas begraben. Ist eine Falltür zum Keller. Ist verbunden oder sie ist zugeschlossen mit schweren Ketten. Und ein Padlock securing the chains. Okay, ein Zahlenschloss sichert die Ketten. So, wo war denn der Brunnen? Okay, hier haben wir noch ein Tor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier kommen wir auch noch lang. Ja, ich würde mir erstmal kurz den Brunnen anschauen, bevor wir uns die Scheune anschauen. Also das Spiel sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Gefällt mir sehr. Sehr sympathisch. There's an old ladder leading down the well. Okay, eine alte Leiter führt nach unten. Sollen wir die Leiter in den Abgrund hinabsteigen? Ich denke, ja, das sollten wir tun. Mal schauen, was zu finden ist. Warte mal, war da ein Brief? Ja. Looks like a diary entry. 7. Februar 1985. Dear Diary, last night I had the most frightening dream. I was lost in a large hall with giant stone columns set upon an ever-expanding marble floor with a chessboard pattern. There were four men standing in front of me, taunting me, laughing at me and tell me that I won't be the same person afterwards. What did they mean? Three of them had their faces covered with strange tendril and flowers. The fourth man's face was also obscured, but somehow he felt different to the others. Somehow I felt empathy for him. All I couldn't think about is how I want him to just turn around and tell me everything would be okay. But it seemed to be looking for someone else. 19. Mai. Dear Diary. I'm so tired. The creeps from my dreams refuse to let me sleep. Every time I'm about to drift off, one of them appears, whispering through my ear that I dare not write down, lest I make some abominable things real. I don't want to tell James what's happened to me. As kind as he is, what man would stay with someone broken as I? Ja, das sollte man nicht unterschätzen, tatsächlich. Ne? Man sollte seinem Partner immer mitteilen, wie es einem geht. Okay, da geht's lang. Hier haben wir eine Tür. The cavern is blocked by some heavy stone door. Und hier fehlt ein Emblem, oder was? Looks like there is a space to put something in one of the doors. Okay, wir müssen irgendetwas finden, was wir dort einsetzen können. Etwas Grünes, Rundes. Schauen wir weiter. Fackeln. Also wir sind hier nicht allein. Oh. So, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel, ein blutiger Schlüssel. Judging by the bloodstain, it appears to be a sacrificial altar. A large stone plate depicting a Cimmerian is fixed to the wall behind it. A key is resting on the altar. It's a heavy key. Will you take the heavy iron key? Ja, wir wollen den schweren Eisenschlüssel nehmen. Und wir haben ihn. Sehr cool gemacht, sehr cool gemacht. Also wir haben hier auf jeden Fall Survival Horror der guten alten 90er.
There's a relief on the wall. Looks like something can be set in there. Okay. Und hier haben wir auch nochmal eins. Und wir haben nichts zum Einsetzen. So, wofür könnte jetzt der Schlüssel sein? Vielleicht für die Haustür. Vielleicht für die Haustür. Ich denke, hier vorne werden wir nicht durchkommen mit dem Schlüssel. Aber bei der Haustür. Wir probieren es mal. Oder vielleicht sogar die Ketten. Können wir die Ketten damit aufschließen? Habe ich ein Ja-Ja-Menü. So. Use. It can be used there. Okay. Schade. Okay, geht leider nicht. Ich würde mal ganz kurz jetzt mal schnell zur Scheune flitzen. Es gefällt mir richtig gut, das Game. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt, was ist das, ein Prolog oder so? Oder ist das ein Full Game? The door's broken. Okay. Kommen wir nicht rein. Oh, was ist das? It's a tiny little guy. Neat. Sind wir hier das? Okay, können wir hier ansonsten noch irgendetwas finden? Können wir hier durch? Don't want to get mud all of my good shoes. Ach Gott. Sagen Sie ja, deine Schuhe schmutzig zu machen? Okay. Wir können hier in die Scheune rein. So, wir haben auch eine Waffe. Wie können wir die denn nutzen? Oh, schön. Eine Schaufel. Oh, und damit können wir die lose Erde zur Seite machen. Wir können da graben. Ja, die wollen wir mitnehmen. Wir haben die Schaufel. Wunderbar. Was klingelt hier so? So, wir steigen mal die Leiter nach oben. Boah, ich bin leider ein bisschen verliebt in das Spiel, muss ich sagen. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. So, hier haben wir irgendwie gar nichts. Okay, wir können auch nach hier laufen. Ein Buch. The Golden Arrow. Okay, der goldene Pfeil. It's an old looking book. Will you take the book? Ja, wollen wir machen. Haben wir. So, wir haben hier ein... All of the pages are blank. Kann ich jetzt nicht einfach... Okay, er schlägt das nur da auf. Wir kommen an dieses Lesezeichen wohl nicht heran. Wahrscheinlich brauchen wir einen Stift oder irgendwas, um die Schrift sichtbar zu machen. Das war vielleicht hier schraffieren oder sowas. Mal schauen. Okay, gut. Dann geht's mal nach unten. Können wir ansonsten hier noch irgendwas machen? Stables are empty. I wonder where the animals went. Ja, die Animals sind hoffentlich alle schon weg. Irgendwo. Auf einer Farm. Okay. Dann würde ich mal zurück zum Haus gehen. Warte mal, können wir hier noch rum? Nee. Ist witzig, weil du hast tatsächlich, du hast eine 3D-Steuerung, aber sie versuchen immer noch diese festen Kameraperspektiven zu machen, wie halt in den klassischen Resident Evil Silent Hill Teilen davor. Finde ich echt gut. Finde ich richtig gut. So, okay. Wir werden mal hier kurz ein wenig graben. Use, bitte. Use the shovel. Und wir finden... Spannung steigt. Okay, der Griff der Schaufel ist lose. Ach, das gibt's doch nicht echt jetzt.
Aber wir haben einen Schlüssel gefunden. It's a simple small key. Den wollen wir natürlich nehmen. So, können wir hiermit eventuell die Ketten aufschließen? Can't you see? Okay, alles klar. Dann gehen wir mal vorne zum Haus. An die Eingangstür. Und hoffentlich haben wir jetzt schon einen Schlüssel. Das ist doch nicht unser Auto hier, ne? Nee. Können wir mal schauen, ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Das sieht so aus, als wurde das seine Zeit nicht gefahren. Okay. So, dann schauen wir noch mal kurz. The front door is locked. Der Kleine wird es nicht sein. Ich glaube, es... You used the heavy door. Okay, alles klar. Wir haben den großen eisernen Schlüssel benutzt. Okay, da sitzt jemand. Ist er nur eingeschlafen? Oder ist das Schlimmeres? Ist eine Sie. Es sieht so aus, als komme ich zu spät. Okay, nach meinen Einschätzungen ist sie schon über Wochen hier. Okay, sie hat... She appears to have suffered several lacerations. Also sie scheint mehrere Wunden zu haben oder sowas und daran gelitten zu haben. Although the ultimate cause of death remains unclear. Aber die eigentliche Todesursache ist unklar. Sollte die Umgebung nach Hinweisen untersuchen. Ich sollte der Sache auf den Grund gehen. Also sorry, wenn ich so ein bisschen zwischen dem Englisch und dem Deutschen und her switche. Ich würde euch gerne immer die englischen Texte übersetzen, aber ich... Mir fehlt es tatsächlich an dem nötigen Vokabular irgendwie. Ich kann es probieren, aber... Okay, was haben wir hier? Ist immer noch... Also der Tisch ist immer noch fürs Abendessen gedeckt. So, wir schauen uns erstmal natürlich hier erstmal das Erdgeschoss an, bevor wir auf eine andere Etage gehen. Ich bin nicht hungrig. Hier ist noch ein Zettel. Looks like a diary end. Okay. 21. September. I told James everything today. I wasn't able to keep it secret anymore. I can't even remember the last time I slept. Over the last few weeks, he hasn't shown much concern for me. He says I'm looking pale and that I have not been acting myself. I've tried to get him to understand the glimpses of truth that I have witnessed. But he just looked at me like I'm crazy. He even asked if I was on drugs. He doesn't know me at all. I have to sleep. But how many more times will it be safe to enter my dreams until they finally get me? 5. Januar. I feel much better since the doctor prescribed me antipsychotic medications. He say I'm not psychotic. He just gave me them off-label for sleeping. When I take them, I'm knocked unconscious within an hour and I evade the dream entirely. I'm so relieving to wake up in the morning, even if my limbs feel as thought they're weighed down by sandbags. I can't live again. Ja, okay, also sie hat sich ihrem Mann James wahrscheinlich, ein weiterer Schlüssel, geöffnet und der hat es natürlich nicht verstanden und dachte irgendwie, dass sie drogenabhängig ist. Dann hat sie vom Arzt ein Antipsychotikum bekommen und das hat ihr wenigstens geholfen zu schlafen. So. Some kind of slimy old meat. Ooh. I don't recognize its source. Yeah, maybe I should take... Ja, nee, das... Was? Als Beweis? Na, dann nimm's mal mit. Den Beweis. Das verrottete Fleisch. So, hier haben wir noch eine Tür. The door's locked. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Wir haben zwei Schlüssel. Erstaunlicherweise ist der Heavy Key noch da. Der ist halt nicht.
Der ist es auch nicht. Okay, wir haben zwei Schlüssel und den Haustürschlüssel. Keiner davon war es. Der eine könnte eventuell, der sieht so aus wie so ein Uhrenschlüssel. Ah, es ist eine Großvateruhr. Und die Zeiger werden vermisst. Also die Zeiger fehlen. Kann ich jetzt hier einfach sagen, Menü und der? Can't be used here. Auch nicht. Ist erstaunlich, dass wir noch den Griff haben. Von der Schaufel. So, können wir nicht den Fernseher mal ausmachen? Eine Naturdoku läuft. So, hier haben wir die Eingangstür, die Küche. Okay, na, dann lass uns mal hoch in die erste Etage gehen. Die erste Etage ist groß. Der Türknauf fehlt. Es ist kein Weg, um reinzukommen. Was ist das für ein Zeug um die Tür rum? Das ist ein Council Moon. Okay, hier ist ein die Tür ist verschlossen mit einem Symbol eines Mondes. Ja, da können wir bestimmt mit dem verrotteten Fleisch öffnen. Wahrscheinlich auch keiner davon sein. Sieht aus wie ein Tagebucheintrag. 4. Februar. There's someone else in the house beside me. I thought that James had come home early from visiting his sister in Lake Heaven. But there's no sign of his car, so it can't be him. I keep hearing an unsettling sound coming from the attic. It sounds like a mixture of whispering and slithering. I finally mustered the courage of the investigate the attic. To my surprise, there wasn't a single living soul in sight. But my eyes must have betrayed me, as I could still hear this incessant whispering as if it is being spoken through my bones. Okay, also sie hat ein Geräusch gehört irgendwie und es kam vom Dachboden. So, kann man die Lampe hier anmachen? Ja. Oh nein. Die Glühbirne fehlt. Okay, es ist einfach zu dunkel hier. So, da sollten wir vielleicht doch hier mal ein paar Schlüsse ausprobieren. Auf keinen der Schlüsse ist irgendwie Mond eingraviert oder irgendwas. Na, das war klar. Bing, bing, bing. So, können wir das Kabinett hier. Ne, damit können wir nicht interagieren. So, hier kommen wir nicht rein, weil wir keinen Türknauf haben. Was war das hier? Nein. Sind das zwei Türen nebeneinander? Ja, es sind zwei Türen. Hier waren wir auch nicht drin. Oh, das Bad. Schön. There are some boards nailed to the wall. Wunderbar. Eine wunderschöne Anspielung auf Silent Hill 4. Okay, er kann irgendwas leuchten dadurch sehen. Also wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie weggebrochen bekommen. Wie sieht es denn hier mit der Waschmaschine aus? Ist hier vielleicht irgendwas drin? Ah, sieht nicht so aus. Ah, wurde lange nicht mehr sauber gemacht. Just an ordinary shower. So, wie kriegen wir das denn jetzt ab? Da gab es mit dem Brocken Fleisch. Also hiermit werden wir das jetzt nicht abkriegen. Schade. Noch irgendwo ein Brecheisen oder irgendwas in der Richtung. Aber haben wir denn irgendwo sowas gesehen? Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, sagen wir mal so. Ja, es ist ein gemütlicher Platz, um sich hier niederzusetzen.
jetzt ein paar spannende Bücher zu lesen. Das kann es doch jetzt hier nicht gewesen sein oben. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Ist vielleicht dieser, also der kleine Schlüssel, ist der vielleicht für die Ketten für den Keller? Also das wäre, ich weiß nicht, er sieht jetzt nicht so aus wie so ein klassischer Schlüssel für so eine Kette hier irgendwie. Das sieht halt eher aus wie so ein Schlüssel für so ein, ja, halt wie ein Sideboard oder so, ne? Aber es ist der Schlüssel. Es ist der Schlüssel für den Keller. Wir kommen jetzt in den Keller rein. Okay. Die Frage ist, die Ketten waren von außen dran. Sollte irgendetwas im Keller eingeschlossen sein? Oh, eine Werkzeugkiste. A Toolbox. It's locked. Okay, vielleicht passt der? Nein. Passt er nicht. Was hat jetzt hier einer gerade gespült? Okay, eine schwere Metalltür. Das hat ein Schlüsselloch. Und unter dem Schlüsselloch ist noch ein kleines Loch. Der ist natürlich nicht. Das war eigentlich klar. Können wir eventuell nochmal den benutzen? Auch nicht. Klingt jetzt eklig, aber ja. Schade, also wäre schön gewesen, hätte hier tatsächlich der andere Schlüssel gepasst. Na warten. Okay, der passt doch. Und wir haben... Was ist das? Ein Brecheisen, sehr schön. It's a crowbar. So, okay. Das nehmen wir natürlich mit. Damit können wir jetzt auch ins Bad. Um dort die Bretter wegzumachen. Irgendetwas leuchtet ja am Ende dieses Loches. Von daher, ich bin gespannt. So, okay. Wir benutzen das Stemmeisen. Und dort haben wir einen Schlüssel. Mit dem Halbmond. Wunderbar, für die Tür gegenüber. Und wir haben den Schlüssel, der wie ein Mond geformt ist. Ja, den wollen wir nehmen. So, schauen wir mal, was hier drüben drin ist. Oh. Das Schlafzimmer. Und eine heiße Tasse Kaffee. Wer hat die gemacht? Sie dampft noch. Eine dampfende Tasse Kaffee steht auf dem Tisch. The rich taste of coffee always helps me to relax. Alles klar, ja, das... Gut, safe progress. Ah, okay, hier. Eine Tasse Kaffee können wir speichern. Schön. Na, dann werde ich auch mal kurz speichern. Großartig. Ja, muss ja nicht immer die Schreibmaschine sein, ne? Wie schön. So, okay, wie sieht's hier aus? Was ist das? There's no clothes in the wardrobe. Aber es ist so ein Haken, ne? Für wahrscheinlich die Dachluke. Ein alter Haken. Den wollen wir mitnehmen, natürlich. Wahrscheinlich werden wir irgendwo eine Deckenluke haben, die wir runterziehen können. So, was haben wir neben dem Bett irgendwas noch? Haben wir noch einen Brief? There's a page from a book here. The people of the village looked on in terror as the beast's hideout, his arch crested the mound of rocks to the east.
A wrench screech was enough to make all the kind men take fly. All bar arm, that is. The valiant archer drew his bow in a defiance and unleashed a devastating bolt of iron and oak that ripped through the chimera's heart with absolute diving on authority. Okay, wir haben hier unten quasi ein Bild der Chimäre und ein Pfeil aus Eisen und Eiche. In einem, also alles zerschürischen, zerfetzenden Schuss. Ein Bolzen. Vielleicht ein Bolzen bauen. Und hier haben wir noch ein paar Diary Pages. 7. April. James came back from his business trip today. Something seems off with him, but I can't put my fingers on it. His eyes. Have they always been green? What is he keeping from me? 9. Juli. They are real. The three men are real. Why is James lying to me? Telling me that I'm disillusional. Last night, one of them was looming over me while we were in bed. I felt his hideous presence. Within 2 feet of my hand, James still had the nerve to tell me it was all in my head. Probably sleep paralyzes, he said. I don't want his to start it over again. Okay, also es. Na, diese drei Männer aus ihrer Geschichte davor, die sind real. Und James hat sich irgendwie verändert. Verdammt, ich sehe müde aus. Ich brauche eine Pause. Okay, dann lass uns mal irgendwie diese Dachluke suchen. Wahrscheinlich wird die hier hinten sein, wo ich noch nichts sehe. Okay, was haben wir jetzt alles? Wir haben eine lose Seite. Können wir die vielleicht hier reinlegen? Oh, das können wir doch so herausnehmen. You got the dried poppy. Okay, was haben wir jetzt mit dem dried poppy? Oh, warte mal. Wir sollen... Ah, sollen wir das Golden Arrow? Ah, jawohl. Wir legen das Buch einfach nach unten hin. Das werden wir mal machen. Das werden wir mal machen. Ja, also Eleanor ist sich ganz klar, ist sich sehr sicher irgendwie, dass das, was sie ursprünglich als Wahnvorstellung eventuell oder als Illusion oder irgend sowas, als bösen Traum angesehen hat, es ist real. Es ist real. Sie waren da. Sie waren im Schlafzimmer und haben sie angeschaut. Sie und James. Alter, los geht's. So, wir gehen nochmal runter und mit viel Glück können wir das Buch jetzt da hinlegen. Na, wie in der Geschichte erzählt, mit dem goldenen Pfeil. So, hier haben wir die Chimäre. Schade. So, mach mal auf. Können wir eine Seite reinlegen? Nee. So, was haben wir überhaupt gefunden? Dried Poppy. A dried poppy. It was you, das ist ein Bookmark. Okay. Vielleicht kann ich irgendwas finden, wofür es besser ist als Lesezeichen. Ah, ich weiß noch nicht genau. Okay. Warum kann ich denn hier jetzt nicht einfach sagen? Judging by the bloodstained, it appears as sacrifice. The largest. Ja. Mann, warum geht denn nicht? Lose Seite. Können wir die hier benutzen? Nein, können wir nicht. Können wir die kombinieren mit dem Buch?
Nein, noch nicht damit. Ja, können wir. Okay, wir haben die Seite dem Buch hinzugefügt. Let's see. Genau, ja, das ist jetzt... Ah, wir müssen mehrere... Ah, okay, alles klar. Wir brauchen noch mehrere Seiten anscheinend dafür. Wir müssen mehrere Seiten finden. Ah, verdammt. So, denn, gut, denn ich wollte sowieso nochmal zur Scheune. Im Keller kommen wir jetzt nicht weiter, weil wir haben den Schlüssel halt nicht. Da eventuell... So, haben wir hier eine Schubkarre irgendwas? Können wir da was machen? Nein, leider nicht. Was ist hier mit der Mistgabel? It's a pitchfork. Ah, ist leider zu groß und zu sperrig, um sie mitzunehmen. Haben wir vielleicht was übersehen? It's a large pile of... Oh, ist das? It's a needle. Ist nichts Besonderes daran. Er hat quasi die Nadel im Heuhaufen gefunden. Wunderbar. Naja, forget it. Ja, wir wollen natürlich diese Ordinary Needle, wollen wir natürlich mitnehmen. Sind wir hier vorne? Können wir hier noch irgendwo hin? Nee, leider nicht. So, die Nadel, das ist bestimmt so ein kleines Loch, was wir halt im Keller mit reinstecken können. Zusätzlich zu dem Schlüssel. Na, da stand ja da, da war ja auf jeden Fall Schlüsselloch und ein kleines Loch noch da drunter. Das kann nur für die Nadel sein. So, hier ist auch nichts. Tja, vielleicht, wenn wir Glück haben, reicht schon... Die Nadel und eventuell, wenn wir Glück haben, dieser Schlüssel. Ich meine, ja, es ist der Haustürschlüssel, aber wir haben ihn halt immer noch. Ne? Also werden wir ihn für irgendwas noch benutzen müssen. Also entweder es gibt ein zweites Schloss, was naheliegend wäre, oder die Tür ist irgendwann verschlossen. Wir müssen nochmal aufschließen, aber das wäre halt so ein bisschen, das wäre so ein bisschen stumpf. Warte mal, wir können mal kurz zu der kleinen Puppe gehen. Nicht, dass das so eine Voodoo-Puppe ist, die man halt pieksen muss. So, warte mal, hier war ja, das Ding war broken, ne? Das war broken. Okay, so. Kann nicht hier benutzt werden. Kann auch nicht hier benutzt werden. Okay, na gut. So, dann setze ich jetzt mal kurz alles auf den Keller. Sehr schön. Wow, okay, die Nadel hat schon ausgereicht. Irgendwas sagt mir, ich werde... I won't find anything useful in this case here. Irgendwas sagt mir, dass ich hier nichts wirklich Sinnvolles oder Nützliches finden werde in dem Fall. Nevertheless, this place might be worth a look. Okay, also schauen wir uns die natürlich trotzdem an. Das ist jetzt hier eine komplette Wohnung im Keller? Ach komm, hör doch auf, Alter. PT-Grundriss? Schön. Ach toll. Schön. The dresser is very dirty. Es ist sehr großartig. Es ist einfach mal alles drin in diesem Game. Schön. Warte mal, hier vorne ist ja noch nicht. Eigentlich war hier immer noch eine Tür. Genau. Ach, ist sehr großartig.
Da sieht man mal tatsächlich, was für eine Auswirkung dieser Playable Teaser, dieses PT eigentlich hatte. The Door's Locked. Ein Spiel, was nie erschienen ist und was solche Auswirkungen hat. The Radio Player. I wonder if there anything go on. Yeah. Just the frequency? Ja, völlig. The regular calming. But it's just static. Nichts als weißes Rauschen. Okay. Ist die Haustür. Ist jetzt halt die. Nehmen wir nochmal hier, war ja noch die Haustür, ne? The door's broken. Ach, schade, schade, schade. Nochmal können wir irgendwie. Ne, können wir leider nicht. Das ist jetzt aber doof irgendwie. Wir sind jetzt hier reingekommen, es ist tatsächlich ein Easter Egg. Einfach nur ein Easter Egg. Ah, schade, ey. Ist hier noch was drin? Nee. Wir können vielleicht probieren. Wir haben ja. Ja, wir haben den Kuhfuß noch. Wir können ja mal probieren, hier tatsächlich mal eine Tür aufzuhebeln. Ja. Ist eigentlich immer das, was so in Spielen eigentlich nie geht, komischerweise irgendwie, weil du brauchst immer den korrekten Schlüssel dafür. Aber wenn du einen Kuhfuß hast, brauchst du keinen Schlüssel. ziemlich einfache Regel irgendwie. So, was? Lass mich mal kurz überlegen. Eventuell müssen wir noch mal kurz. Oh, sorry. Ich glaube, wir müssten noch mal hoch. So, also hier wird sich auf jeden Fall, die Sicht geht nach oben, hier wird auf jeden Fall eine Dachluke sein. Also irgendwie müssen wir auf den Attic kommen, also auf den Dachboden. The bulb is missing. Klar, hier brauchen wir die Lampe. Was ist eigentlich mit den Bildern? It's a painting of a valley of poppies. Maybe it's something to do with the poppy farm. Oh, warte mal. Ah, there's a small button in the frame. Push the button, ja, push the button. There's a secret compartment behind the painting. Oh, nice. All those years of blindly poking, the buttons have finally pay off. Okay, sehr schön. It's a key. Nice. Will you take the iron key? Ja. So, bitte, bitte, bitte lass den hier unten passen. Weil tatsächlich wüsste ich jetzt auch nur hier im Harry Potter Zimmer. Muss er passen. Doors locked. Jawoll, er passt. Sehr geil. Oh, was haben wir hier? Ein Buch. It seems to be a makeshift shrine of sorts. Only one of the verses is still legible. Read the verse. Ja. At that time came from Nazareth, and Galilee was baptized by John in the Jordan. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being thrown open and the spirits descending on him like a dove. And a voice came from heaven. You are my son, whom I love. With you I am well pleased. Well pleasant. Okay. Jesus, John and Dove. Jesus, John und Schaf? Doof? Doof ist Schaf, ne? So, okay, ja, super. Oh, was war da? Ah, it's a heavy stone plate embossed with the depiction of an archer.
Will you take the Archer Plate? Ja, wollen wir. Ja. Natürlich, ihr Pferdeding. Ich mich eigentlich frage die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit eine Waffe in der Hand. Wie schieße ich eigentlich? Muss mal ganz kurz mal auf den Pad switchen. Aha, okay. Gut, verstehe. Gut. Dann nehmen wir mal raus. Und wir gehen in den Brunnen. Eine Sache habe ich noch nicht so richtig verstanden. Und zwar in dem anderen Keller. Wir können doch gleich nochmal hingehen irgendwie. Haben wir eine Tür, wo zwei Löcher drin sind. Also quasi, als wenn da zwei Schlüssel passen. Aber da geht doch lang hier. Was ist denn da los? So, okay. Genau. Hier würde ich jetzt mal sagen, Archer-Platte. You use the Archer-Plate. Nice. It's fit in the relief. Alles klar. Oder relief. Aha. Sehr schön. Was war das? Eine Lampe. Ja. Da verstecke ich auch mal meine Lampen. Hinter Steinwänden. So. Judging by the bloodstain appears to be sacrificed. Können wir vielleicht einfach... Can you use here? So. Stand jetzt nur davor. You use the rotten flesh. Und was kriegen wir jetzt? Kriegen wir jetzt die Platte da oben? I wonder what happens now. Okay, wir haben die Platte kaputt gemacht, super. A pair of golden tip. Ah, die Uhrzeiger, sehr schön. Nice. Wunderbar. Dash super. Dash ist super. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier gerade draußen. Ich würde mal ganz kurz zu dem... Hallo? Ganz kurz nochmal zu dem Keller gehen wollen. Weil bei dem PT-Raum hier vorne haben sie zwar gesagt, eigentlich ist das nicht wichtig. Aber irgendwie war mir als... Weiß ich nicht. Was ist das überhaupt? Das ist gar nichts. There's a heavy metal door. It has a keyhole. Underneath the keyhole is another tiny hole. So, das können wir benutzen. Damit kommen wir quasi use the needle. Damit kommen wir in den PT-Raum. So, bei dem PT-Raum haben sie ja gesagt, okay, du findest hier nichts Nützliches für den Fall. Hier haben wir das Radio. It's a radio player. I wonder if anything got on. Adjust the frequency? Ja. Achso, wir können die verstellen. Ah. What is this? Ich hab ein Klicken gehört. Nee, door is broken. Die Tür vielleicht? Nee. Badezimmertür. Baby? Ja. Oh, bitte kein Baby im Waschbecken. Ah, okay. Sieht ein bisschen anders aus, tatsächlich. Ah. Nein. Ach, wie geil, Alter. Silent Hill 2. Ein Traum, ein Traum. Also, ja, ist ein Kniefall, ist nochmal Arsch. Ich sag mal einfach nur plopp. Leute, zieht's euch mal rein. Silent Hill 2, ein Spiel. Du, ihr müsst es gesehen haben. Ihr müsst es einfach gesehen haben. Ach cool, komme ich jetzt nach Silent Hill?
Hammer. Also einfach geil. Einfach geil. Schön. Und ich bin jetzt hier gleich am Toluca Lake. Wie schön. Geil. The tank. The trunk is shut. I can sense some weird smell coming out of it. And what is in there? Yeah, who knows? Who owns this car? Is someone nearby? Ach, geil. Das ist doch der Hammer, Alter. Schön. Das ist ein richtig geiles Easter Egg. Wirklich cool. Wirklich sehr, sehr geil gemacht. So, okay, aber wir werden wahrscheinlich hier nicht langkommen, ne? Cool. Muss ich wirklich sagen, das ist schön gemacht, das ist schön gemacht. So. Okay, gut. Oh, hier vorne werden wir auch nicht durchkommen. Doch, kommen wir? Ah, wir kommen auch nicht weiter. Gut, okay, es ist wirklich nur ein Easter Egg. Na dann. Gehen wir mal wieder zurück. Sensationell. Sensationell. How disgusting. Who would ever use a toilet like that? Ja. So, was soll ich sagen? Jetzt kann ich glücklich sterben. So, aber wir haben hier für den... Hier können wir ja, glaube ich... Hier würde ich mal ganz kurz den Hausschlüssel benutzen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal haben. Can't use that here. Tja, schade. Na gut, okay, vielleicht... Also wir werden ihn vielleicht noch bekommen. Hoffe ich. Gut, aber wir haben jetzt erstmal die Glühbirne, die würde ich jetzt einsetzen wollen. Achso, warte mal, wir können ja mal kurz hier die Uhrzeiger einsetzen. You use the clock hands. It's grandfather's clock. Okay, the hands are on the place now. Set the time. Okay, wir müssen eine Uhrzeit einstellen. Geht nicht weh. Ich habe bis jetzt haben wir glaube ich von keiner Uhrzeit noch irgendwie gelesen, ne? Oder kann das sein? So, okay, aber lass uns mal jetzt hier die Glühbirne einsetzen. You use the light bulb. Ah, the lamp is switched on now. Und wer hätte es gedacht? Hier oben ist die Dachluke. There's a hatch on the ceiling. Put the cord? Ja, cool. Er hat die Schnur abgerissen. Er hat die Schnur abgerissen. Aber wir haben ja so ein Dingensbummens, so ein Häkchen haben wir ja. Either stronger than I thought. Is this a pretty flimsy pullcord? Ja, genau. So, dann... Use. You use the hook. I still can't could reach it. Was? Jawohl! You attack the handle on the hook. To the hook, meine ich. Hook with handle. Na dann. Kommst du jetzt ran? Ja. Yes. They did the trick. Okay, und wir sind auf dem Dachboden. Boah, hat mich für Ziegelsteine benutzt. Was sind denn für Ziegelsteine? Leute! Sind für Maurer, für Ochsen gewesen. So, was haben wir denn hier? A diary entry. It looks like it was hastily written. Okay, etwas hastig geschrieben. 10. Februar. The voices are getting louder. And the way they rattle my bones becomes more and more unbearable by the day. I told James to follow me to the attic. But he said I couldn't hear anything. He must be deaf not to hear such a cacophony either. That or he's lying to me. Ja, ich denke, ja,
Ja, er wird dich anlügen irgendwie. It's an old safe. Ich habe keine Kombination. Looks pretty solid despite its age. Oh, scheiße. Ich habe keine Kombination. Ja. Wo kriegt ihr denn jetzt eine Kombination her? Oh, warte mal. Hier sind Zahlen drauf. 60, 40, 15. Jawoll, 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 jawoll. The painting depicts the baptism of Jesus by John. Oh, warte mal, wir hatten doch, was war das? War das, John, Jesus and the Dove, ja, yeah, genau. Was doof, doof, Heik vorhin gesagt, Schaf oder was weiß ich, Blödsinn, das war kein Sheep irgendwie, ist eine Taube denn? Taube oder Möwe? Doof? Ich glaube, Möwe, oder? Gut. Someone painted some numbers over it. I'm not exactly an art critic here, and it was supposed to only sign. But it probably looked better before the new additions. Okay, 60, 40, ich schreib's mal kurz auf. 60. 40. So, und wie, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Im Bibelvers war das. Jesus, John and Doe. Also quasi 15, 40, 60. Okay, na, dann dürften wir ja unsere Kombination haben. Man muss sauberer drehen. Man muss einfach sauberer drehen. There's a loose page in there. Okay, in here. Was für eine Geburt! As the creature with head and skirt in a pool of its own blood, the archer raised both of his hands directly above him and exclaimed, "This is the time to fall beast. Their flesh toe shall forfeit for the breath of your sins." It was midnight. Midnight. When the final blow fell upon the beast, its flesh was placed on an altar, and only then was the chimera's limp body set in its final resting place. So, wir haben eine leere Buchseite, die können wir noch mit einfügen. Und wir haben die Chimärenplatte. Und dafür muss es 0 Uhr sein. Also ich würde unten jetzt 0 Uhr einstellen. Combine. Das ist witzig, er hat das Ding schwerer gemacht. Das Bookmark. So, okay, haben wir. Und dann... Wenn es 0 Uhr ist, Steinplatte wieder drin. So ist jetzt der Plan. So ist der Plan. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Okay, dann zack. Yes. Now, in the night, the creatures of the forest come forth to seek their food. Oh. Oh, ist ja mal nicht laut, ne? So, 0 Uhr, ab in Brunnen wieder. Jetzt, und jetzt können wir die Platte einsetzen. So der Plan. Daumen drücken. So. Used.
You used the Chimera plate. Ein weiterer Raum. Was ist das jetzt? Der Türknauf. Es ist der Türknauf. Jawohl, wollen wir nehmen. So, okay, jetzt bin ich. Okay. Okay, sie ist weg. Eleanor ist weg. Und der Fernseher ist aus. Ist ins Bett gegangen. Who turned the TV off? Ja. Gute Frage. Schon die ganze Zeit gefragt, wozu brauchen wir die Waffe? Was für die ganze Zeit die Waffe in der Hand? Eleanor. Warte mal, das ist ein Zettel. Warum lebt sie jetzt plötzlich wieder? Sind wir vielleicht doch ein bisschen mehr verstrickt in die Sache? Sind wir vielleicht James? Würde ja passen, ne? Bei den ganzen Anspielungen hier für Silent Hill. She holding something. Oktober 87. Dear James, I found out what you were living in your sister's house now. I'm so sorry for what I did to you. I never wanted to hurt you with these things I said. None of them were true. I love you. Please come back. I miss being here with you, Eleanor. Ja. Shish-Kebab. Jetzt blutet der Knauf. Ich würde mal nicht ins Bad gehen, sondern mal ins Schlafzimmer. Ich würde mal speichern. Weil, ich sag mal, wenn das jetzt hier mit dem ihr Baller losgeht. Ich habe gerade schon ein bisschen Damage gekriegt. Habe ich auch eine Lebensanzeige oder irgendwas? Jetzt mal einen chilligen Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ist das vielleicht eine Anspielung auf Twin Peaks? Vielleicht. Safe. Tatsächlich, die Musik klingt auch ähnlich. Twin Peaks. So, okay, dann lass es mal den Knauf benutzen. You use the doorknob. Fits. I should be able to use the door now. Na dann. Sehr unvorteilhaft. What's happened here? This room is damp and moldy. I'm already starting to feel dizzy. I shouldn't stay for a long time. Okay, ich sollte hier nicht lange drin bleiben. Oh, was haben wir hier? Ah! A large stone tablet. Na bitte, da wissen wir doch, wo es hin muss. Die Insignie. Wollen wir. Hier, Perl-Ding. So, warte mal, hier vorne sah das nur so aus. Nee, macht er nicht. Zeigt er nicht. Haben wir sonst noch irgendetwas? The window is broken. Still feels like there are no even a bit of fresh air here. I shouldn't stay for long, for
too long. Na gut, dann gehen wir raus. Warte mal, hier hinten nochmal kurz. Sofa, achso, Sofa ist nicht. Dann raus. Und dann ab in den Keller mit uns. Oder besser gesagt in den Brunnen. Und wir haben das Rätsel immer noch nicht um die Kellertür gelöst. Also das Ding kommt jetzt in den Brunnen, das ist ganz klar, ne? Die Angel-Insignie, die Engel-Insignie ist jetzt an ihrem Platz. And we open the gates. Oh. Unterm Brunnen, sowas. Das ist ja super. Oh Mann, das ist ja krass. Krass was. Ach, cool. Cool. Er ist auch so eine Silent Hill-Kamera-Perspektive, die so läuft. Auf jeden Fall bei Teil 4. Ich glaube auch bei Teil 2. Großartig. Ist wirklich eine wundervolle Hommage, dieses Spiel. An alles, was Silent Hill so geil macht. Cool. Wirklich cool. Okay. Ein Tempel. Eine Kirche. Oh. Oh. Bist du denn? He is on the earth, his way to the east. She was alone, a prisoner of the rotting hollow of flesh and bones. And for a long time, she didn't feel anything. Until the inner circle reached out. I'm Lois. And suddenly she understood. She was dead. Yet she lived. She wandered into a state of chrysalis. She did well. I'm so proud of her. He talks to Sam. Just a coincidence. Dying is living. Look at her. She looks like Eleanor. That's impossible. Ich wollte gerade schießen. Okay, brauch gar nicht. Okay, 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 cool, cool. Zum Altar. Haben wir irgendwas? Was ist das denn? Hm. It looks like an attack to something. Will you take the strange iron shape? Ja, na klar. So, kann ich jetzt hier weitergehen? Nein, kann ich nicht. Sieht schon echt gut aus, ey. Na gut, dann gehen wir wieder hoch. Oh, okay, okay. Ah, krass. Kettensteigen hoch. Oh, krass. Cool gemacht. Cool gemacht. Der Sound, Alter, der Sound. Das Böse folgt uns. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil war, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Also. Schnell raus. Schnell raus. So.
Ich will ja nicht nochmal... It's too dangerous to go back down. Ja, wunderbar. Ja, nur noch... Oh, warte mal. Können wir das... Ja, wir können es miteinander kombinieren und damit kommen wir jetzt in die Kellerin. You got a strange iron shape. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht weiter. Yes! You used the basement key. Und wir sind in einem anderen Raum. Das ist natürlich cool gemacht. Selbe Tür, unterschiedliche Schlüssel. Cooles Ding. Aber man kann... Okay. Okay. Oh nein, Alter! Wir sind auf der anderen Seite des Spiegels. Und wir standen auf der anderen Seite. Ach du Schande. Das ist ganz schön viel Rot. Da sehe ich Rot, Freunde. Okay. Ja, also das hat jetzt schon sehr viel von Twin Peaks, ne? Die roten schweren Vorhänge, das Schachbrettmuster am Boden. The phone is disconnected. Who wouldn't even call? Ja. Weiter. Schön polierter Boden auf jeden Fall. Es wirkt recht endlos. Oh, was haben wir da? It's a cube. I think it fits really well here. Es passt hier sehr gut hin. Findest du, ja? Sound. Okay, kommen wir jetzt vielleicht wieder auf das Telefon zu? Kommen wir auf das Telefon zu. Verstehe. Und es jetzt läutet es. Okay. The phone is ringing. Answer the phone. Ja. When the moon is bright, hiding under all that might, a subtle whimper barely leaves. His mouth is a struggle to breathe. Will this tale ever end? Ja, super. Okay. Ja, wenn man es mal so verstanden hat, was? Oh, warte mal da vorne. Was ist? What is this? Großer Tisch.
vermissten Leute. Oh. Eleanor? Okay, wir sitzen. Wo sind wir hier? Sehr, sehr viel Twin Peaks jetzt gerade. Großartig. Wir schreiben quasi ein Zeugnis irgendwie, wir schreiben ihre Geschichte jetzt nieder. Der Zeuge dessen. Oder wir bezeugen ihre Geschichte, sagen wir mal so. Welcome to Lake Heaven. Und das ist das Auto, was vor dem Haus stand. Oh wow, Alter. Cool. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das war Lake Heaven Chrysalis. Großartig. Großartig. Ich fand's richtig, richtig gut. Ich fand's richtig gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, irgendwie, wenn es hier unten im Kommentar stehen würde. Oder wenn es euch vielleicht auch nicht gefallen hat. Ihr könnt ja mal schreiben, wie viele Easter Eggs ihr erkannt habt und wie viel mir durch die Lappen gegangen sind. Wahnsinn. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal die Silent Hill Sachen anschauen, die wir hier auf dem Kanal haben. Und hey Leute, wir sehen uns einfach beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Danke fürs Dranbleiben. Tschüss. Tatsächlich im schönen 4:9 Format hier. Abominable. Abominable. Entschuldigt bitte. The Antipsychol... Anti...